Ihr Bruder, Bischof Erwin Kreutler, ist in Brasilien unterwegs seit vielen Jahren und immer wieder gibt es Morddrohungen gegen ihn. Wie gehen Sie damit um? Ja, ich bin das eigentlich, kann nicht sehr gewöhnt, aber dass er in Schwierigkeiten ist, das ist mir schon länger bekannt und ich habe großes Vertrauen, dass er geführt ist und sein Wahlspruch bei der Primiz war: Wir sind es schuldig, für unsere Brüder und Schwestern das Leben zu geben. Haben Sie Angst um Ihren Bruder? Ich kann das nicht sagen, dass ich Angst um ihn habe. Er zieht seine Mission durch und das ist mir bekannt von Kind auf. Und er ist da einfach Draufgänger im guten Sinn. Wie beurteilen Sie grundsätzlich sein Engagement in Brasilien? Also ich bin zweimal in Brasilien gesehen und ich habe gespürt, wie gern sie ihn haben und dass er für das Volk lebt und dass das Volk eine große Stütze in ihm hat und dass er nie könnte weggehen und das Volk verlassen. Und jetzt angesichts dieser aktuellen Morddrohungen, die es wieder gibt, überlegt er da, dass er unter Anführungszeichen hierher flüchtet oder bleibt er in Brasilien jetzt? So wie ich den Erwin kenne, nie im Leben flüchtet er. Er ist nicht auf der Flucht, sondern er hat von Kind auf für die Gerechtigkeit gekämpft und da war er eisern. Und der verlässt dieses Volk nicht.